Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Sunken Land. Ich habe mir erlaubt, nochmal eine Muschel hier drauf zu schmeißen. Ich überlege auch ehrlich gesagt schon, ob ich einen zweiten Grill herstelle, weil das dauert ja Ewigkeiten, bis das Zeug fertig ist. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, was das genau gekostet hat. Wo war der denn hier, der einfache Grill, 15 Eisen? Im Grunde, ja, hätten wir es, aber wir haben kein Holz mehr. Ich habe schon Holz hinzugefügt, also alles, was ich jetzt noch hatte. Holz ist auf jeden Fall hier eine gute Mangelware, muss ich wirklich sagen. Ich schmeiße aber jetzt ja dann auch gleich nochmal eine drauf von den Muscheln. Essen nehmen, Essen hinzufügen, dass das mal durchläuft. Wir heben uns die auf. Ne, warte mal. Kann ich die so auch essen? Ja, ne? Ich meine, ich habe früher auch Muscheln vom Felsen gekratzt, aber das da bringt halt wesentlich mehr, ne? Die könnte ich da unten reinlegen. Vielleicht ist das besser. Okay. Was werden wir heute tun? Ich wollte auf jeden Fall Holz schauen, dass wir die Pflanze aufbauen können. Sprich, wir werden erstmal ein paar Sachen wieder in die Kiste schmeißen, dass wir leer sind, dass wir dann auf Looten gehen können. Ohne Looten kommen wir hier nicht voran. Ne? Und Wahnsinn, wie viel Metall. Oh, warte mal, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Metall raus. Vielleicht, oder wir nehmen alles raus. Vielleicht können wir ja irgendwas bauen damit. Was Schickes, was Nettes. Na, ich glaube, die, wenn ich noch, ne, obwohl es könnte gehen, ne? Nochmal eine Muschel drauf, könnte gerade dann passen. Warum stackst du da nicht drauf gleich? Gucken wir doch mal, was können wir denn herstellen mit dem Eisen? Wir können einen Meerwassereimer herstellen. Das ist schon mal gut. Ziehen, verwenden. Auf 4 hätte ich ihn. Okay, das geht nicht. Da muss ich wirklich bis ans Wasser ran. F. Jawohl. Damit haben wir einen Eimer gefüllt mit Meerwasser. Jetzt ist nur die Frage, ob ich den hier irgendwo dann hinstellen kann oder muss ich den dann im Inventar behalten? Okay, der ist dann wieder leer. Dann schauen wir mal. Nee, ist er nicht. Nee, da, ich kann auch nichts machen damit. Also gut, das Wasser bleibt schon mal drin. Das ist gut. Wasserflasche, den Zack haben wir gebaut. Die Spitzhacke wäre nicht schlecht, ne? Weil wir haben sehr viel Eisen, aber halt wieder keine Dingsies hier. Marlinfischhaut. Eine Angel würde ich gerne bauen. Oh, Mann, ich möchte eigentlich alles bauen. Kräutermedizin würde ich gerne bauen, aber ich habe noch keine Rotalgen gesehen. Zumindest ist mir das nicht aufgefallen. Können wir da noch eine drauf schmeißen? Schmeiß mal noch eine drauf. Was soll's? Hauptsache, wir haben hier ein bisschen was. Genau, und bauen sollten wir eigentlich den einfachen Reiniger. Da brauchen wir auch Holz dazu. Was kann ich jetzt aus Metall bauen? Was geht aus Metall? Oder überwiegend Metall? Hier. Die würde ich natürlich gerne bauen. Wir könnten eine Metalltruhe bauen. Wir brauchten dann nur noch einen Komponenten und das müssten wir eigentlich haben, weil jetzt halt um die Zeit brauchen wir eh nicht mehr raus. Schauen wir lieber, dass wir hier noch irgendwie was machen können. Dann nehmen wir mal die Komponenten. Ich lasse mal noch 10 Eisen da. Erdbeersamen. Oh doch, ich habe doch da Holz. Ich bin ja so ein Hampel, ne? Also manchmal, ganz ehrlich, manchmal wundere ich mich über mich selbst. Das stimmt, die Pilze haben wir auch noch. Wir können ja auch einmal gucken, ob wir mit den Pilzen noch irgendwas machen können. So, bist du jetzt fertig? Nein, dann tun wir mal noch hier ein Holz draufschmeißen. Bauen. Holztruhe oder Metalltruhe? Ich würde sagen, ich baue eine Metalltruhe. Ich glaube zumindest, dass die ein bisschen mehr Platz hat als jetzt eine Holztruhe. Nee, hat genauso viel Platz wie eine Holztruhe. Aber wird wahrscheinlich einfach stabiler sein. Ne? So, dann können wir bauen Metallfass, Holzregal,
Metallregal, Essen runternehmen. Ah, die Champignons kann man oder Pilze kann man auch draufschmeißen. Dann schmeißen wir doch mal einen Pilz drauf. Nee, nicht das F. Schauen wir mal, wie lange die brauchen und was die dann an Nahrung bringen. Es wäre, glaube ich, schon nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen was machen könnten. Holzkohle. Auch nicht schlecht. Wir könnten hier mal die Pistolenmunition reintun. Ich brauche jetzt da, glaube ich, nicht extra eine Holzkiste dafür. Die Waffenteile. Wir tun auch das Glas rein. Das Klebeband hatten wir für irgendwas noch gebraucht. Oh ja, warte mal. Gleich mal zwei Stück drauf tun. Schade, dass das nicht komplett wegbrennt. Und dann, ja, genau. Bauen auf jeden Fall den Kocher. Den Reiniger hier. Einfacher Reiniger. Den würde ich sagen, stellen wir hier dann gleich mit her. Wird schon passen, oder? Wasser trinken, Wasser nehmen. Und was ist mit Wasser? Ah, hier. Mehr Wasser hinzufügen. Rauche einen Eimer mit Meerwasser gefüllt. Okay, ich werde es beherzigen. Ich werde mal einen Eimer rauchen mit Meerwasser gefüllt. Manche Leute wissen, was damit gemeint ist. Andere wissen es nicht. So, Essen nehmen. Gebratener Pilz und Holzkohle. Naja, wenigstens kriegen wir Holzkohle, ne? Wenn auch immer. So, das stillt Hunger 10. Das ist auch gut. So, mehr Wasser hinzufügen. Da nehmen wir den Eimer in die Hand. Dann mehr Wasser hin. Ah, einer ist es. Und wir müssen Holz hinzufügen. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, da haue ich gleich mal 5 Stück rein. Nimm mal deine Fackel in die Hand. Ich weiß ja nicht, ob man da auffällt, wenn man da mit mehr Wasser füllen. Dann schmeißen wir das gleich da noch mit rein. Hier komme ich nicht hin, ne? Das ist das Blöde. Ich habe das dann doch ein bisschen undurchdacht gemacht, weil ich jetzt dann jedes Mal hier außen rumlaufen muss. Na komm. Habe ich dich jetzt gefüllt? Ja, ich habe dich gefüllt. Noch geht's ja, wir können ja ein paar Standfackeln noch aufbauen. Aber ich würde jetzt sagen, dass wir erst einmal hier das Meerwasser reintun. Es sind anscheinend immer 2 Einheiten Trinkwasser dann, die wir da bekommen. Jawohl. Es heißt noch einmal laufen. Und dann ist die Frage, ob ich denn auch das Wasser trinken kann, direkt aus dem Kanister. Und wenn nicht, dann wäre es eine Frage, ob ich eventuell mit dem Glas, was wir haben, dass wir eine Flasche herstellen. Aber wir müssen ja auch irgendwo Eisen schmelzen können, oder? So, mehr Wasser hinzufügen. So, Wasser trinken. C, F. Ah, cool. Wasser nehmen tue ich jetzt nicht. Ich tue jetzt mal den Eimer am besten hier rein. Schauen wir mal, was war denn das für die Flasche? Wo war denn das da? Wasserflasche. Da braucht man 6 Glas. Der Behälter für Süßwasser. Aber wir haben doch so viel Glas, oder nicht? 4 Glas haben wir. Und was haben wir drüben noch? Weil die Kiste werde ich jetzt dann langsam nämlich auflösen. Wir haben ja eh genug Metall. Dann können wir uns nochmal eine Metallflasche herstellen. Metallflasche. Wir können uns dann noch eine Metallkiste herstellen, wollte ich sagen. Essen haben wir jetzt, ne, auch noch ein bisschen was. Oh Gott, wenn ich mir bedenke, dass ich, wenn ich das jetzt halt in dem Normalmodus gespielt hätte mit dem Essen. Oh Gott. Da wäre mir ja nie fertig geworden. Da wäre ich ja dann wirklich wieder nur am Kochen, ne? So, bauen. Metalltruhe. Da stellen wir jetzt halt hier eine her. So.
So, und dann haben wir nämlich auch genug Sachen. So, genau, einmal herstellen. Und das möchte ich jetzt mal probieren, ob ich das Wasser dann quasi hier reinnehmen kann. Wasser nehmen. C. Okay, damit haben wir eine Wasserflasche. Cool. Aber es wird schon wieder kalt, ne? Essen nehmen. Wir schmeißen den letzten Pilz noch mit hinzu. Essen hinzufügen. Ist das nicht als Feuer gedacht? Doch. Ja, doch, das geht schon. Was sind jetzt das da oben für Zahlen? 67, 33, 2. Haben wir schon 2.16 Uhr? Jetzt ernsthaft, dann schlafen wir doch mal. 12, 1, 7. Irgendwas stimmt mit der Uhr da oben nicht. So, Essen nehmen. Dann haben wir hier dreimal gebratenen Pilz. Ja, Wasser trinken, ganz klar. Das füllt ja schon mal ganz gut auf. Zweimal. Und schon müssen wir wieder mit Wasser anfangen, ne? Heimat. Verwenden und nochmal verwenden. So, das lassen wir dann quasi jetzt mal hier drin. Gut, dann lasst uns mal schauen, ob wir... Jawohl, wir können die Spitzhacke herstellen. Cool, dann haben wir die. Reparatur haben wir, brauche ich jetzt nicht. Da habe ich dieses Ding nicht. Wir bräuchten eine Angelrute, allerdings brauche ich da ja Stoffe dazu. Da würde ich aber gerne nochmal gucken, ob ich nicht irgendwas anderes noch herstellen kann. Ein Bogen, also wenn ich jetzt schon die Möglichkeit dann habe, die Armbrust zu machen, würde ich jetzt nicht mit dem Bogen anfangen. Metallfassholzregal, Metallregal. Holzbarrikaden, Metalltor. Metallabwehrwand, noch stabilere Abwehrwand. Aber ich weiß halt nicht, ab wann ich das brauche, ne? Metallrüstungsplatte. Machen wir mal bauen. Oh. Okay, das ist dann im Grunde hier nur so eine Verstärkung, oder wie? Drehen. Okay, dann kann ich das so drehen. Nee, das lasse ich mal. Reifenstapel, einen Haufen abgenutzter Reifen, keine Ahnung, den Boden hier zu dekorieren, oder wie? Keine Ahnung. Den baue ich jetzt auch nicht, weil wenn ich den Gummi doch für irgendwas anderes brauche. Stacheldraht wäre interessant, weil ich glaube, damit können wir auf jeden Fall schon mal ganz gut jemanden abwehren. Wandspeere. Das ist cool. Das ist natürlich schon nice. Paddelboot. Yes, das wäre doch schon mal was. Ein einfaches Boot, das von Rudern... Ne? Und schon wieder. Das schaut eher aus wie so ein... ihr wisst schon, diese... Tretboote. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal eins bauen, weil wenn wir damit weiterkommen... Farm, P-Schuhboot, F-Truhe. Truhe passt auf jeden Fall auch einiges rein. Die Farbe können wir ändern. Grün. F-Sitz. Ja, das ist ein Tretboot. Fahren. Jemand ist besetzt. Das ist quasi... Das ist toll. Also wir können auf jeden Fall jetzt schon mal bootmäßig wohin fahren. Kann ich das hier irgendwie stranden lassen? So, C beenden. Farbe ändern, Sitz. Schubboot. Was heißt ein Schubboot? Ich drücke mal auf P. Okay. Fahren. Ich will hier wieder drauf aufs Land. Kann ich das von außen auch schuben? Nee, von außen kann ich es nicht schuben. Ne? Ich kann hier nur Farbe ändern.
Farbe ändern, Sitz, fahren. Okay, und wenn ich das von hier schubs, dann schubse ich es nach oben, oder wie? Boah, hoffentlich treibst du mir nicht weg. Das wäre ja gleich noch doofer. Ich dachte mir jetzt, das bauen wir doch mal. Ich würde auch gerne natürlich das Dach fertig machen, ne? Das ist klar. So, trinken geht noch. Was können wir noch machen? Aha. Da kommen Zombies. Okay, und ich kann ich auch looten. Cool, alles nehmen. Der hat einen Giftpilz im Höschen gehabt. So, der hat gar nichts. Oh. Sind da noch mehr? Ich blute auf jeden Fall. Da muss ich mal gucken. Ich hatte doch den Verband irgendwo. Wo habe ich den Verband hin? Da habe ich ihn nicht, da habe ich ihn auch nicht. Dann ist er noch in der anderen Kiste. Und dich loote ich mal noch. Oh, dich loote ich mal noch schnell, bevor du verschwindest. Okay, das heißt, wir müssen gucken, dass wir uns auch gleich eine Abwehr machen. Und dass ich mir... Ja, bitte verwenden. Danke. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir gleich uns ein bisschen verteidigen hier. Das ist ja Wahnsinn, dass wir das jetzt schon brauchen. Das mache ich natürlich um das Haus rum, würde ich sagen, diese Verteidigungen. Wo waren das? Bauen? Hier Barrikaden? Wandsperre, aber das ist schon wieder Holz, ne? Stacheldraht. Stacheldraht, das können wir machen. Wir können hier Stacheldraht herziehen. Zumindest jetzt halt hier. Ich wollte aber da noch Planken hinmachen. Okay, machen wir mal Stacheldraht hin. Ich hoffe mal, dass ich das noch irgendwie verschieben kann. So, hier geht nichts. Da geht nichts, das ist okay. Hauptsächlich, die kommen nicht direkt an meine Hütte ran. Achso, ich habe kein Eisen mehr. Ich denke mal, mit dem ersten Boot, welches man hinsetzt, werden dann diese komischen Gestalten hier irgendwo auftauchen. Ich weiß ja nicht, woher die kommen. Sind die aus dem Felsen geschlüpft oder... Weil Erdgolems, so haben sie mir nicht ausgeschaut. Oh Mann. Warte mal, was waren denn die Muscheln nochmal hier? 35 Gesundheit. Ja, dann sollte ich vielleicht mal eine... Das war jetzt aber nicht... Nee. Ach, bisschen Holz haben wir noch, aber nicht mehr viel. Was haben wir hier? Wasser. Durst 40, Energie 5. Anscheinend kann man das dann ganz normal trinken. Ich würde aber jetzt sagen, wir schmeißen mal ein paar Sachen hier raus. Auch das da, auch das Glas. Metall. Ich habe tatsächlich das ganze Metall verballert, ne? Wahnsinn. Okay, wenn ich hier noch ein Holz drauflege und den Pilz, dann können wir den noch rausbraten. Wir kommen heute anscheinend gar nicht zum Looten weg. Aber ist ja auch blöd, ne, wenn die jetzt dann plötzlich hier angreifen. So, wir tun mal die Sachen raus. Ich würde gerne eine Angel machen. Ich denke, mit einer Angel sind wir dann auch schon mal ganz gut versorgt, ne? Aber wir holen jetzt halt auch erstmal die anderen Sachen aus der Kiste, dass wir die weg haben. Weil dann brauche ich da nicht ständig rüberlaufen. Behalt du mal deinen Speer lieber in der Hand. So, alles nehmen. Dann ist die Kiste nämlich hinfort. Ich weiß nicht, was man... Kann man das Ding zerlegen? Ja, das kann man zerlegen. Okay, gut. So, ich wollte ja hier noch meine Pflanzkästen aufstellen. Vielleicht stelle ich die dann auch einfach daher. Oder wir machen hier noch hier draußen noch mal zwei Stege. Aber ich glaube, das geht nicht mehr, ne? Nee, weil das sind Holzfundament braucht 6 Holzplanken.
Ein Holzboden. Wenn wir da noch einen Holzboden hier machen. Wo soll denn der hin? Ach, das ist ein Holzdach. Ach, das ist ein Flachdach. Jetzt, okay. Nee. Metallboden, da bräuchte ich wieder Metall. Also wir kommen gar nicht drum rum, dass wir rausfahren. Mission, Baupläne, ja, schön. Den Stuhl haben wir. Fraktion, nee. Na, man braucht ja trotzdem noch ein bisschen, bis man da reinkommt. Okay, also ohne Loot geht nichts. Moment, die Pflanzkästen wollte ich noch mal gucken. 12 Holz, 2 Stoffe. Wir haben. Ja, das haben wir. Dann stellen wir jetzt dann einfach mal den Pflanzkasten dahin. Ich habe die Hoffnung, dass ich das Zeug umstellen kann. Bauen. Pflanzkasten. Den stelle ich jetzt einfach mal daher. So. Und jetzt kann ich die Dinger hier verwenden. Moment. Schauen wir mal. 5. Ah ja, Pflanzen, das geht. Cool, muss ich euch auch gießen? Ja, wenn hier so ein Baum wächst, das würde mich jetzt nicht stören, ne? Vor allem, wir haben ja genug von diesen Zapfen. Da lohnt sich das dann schon, dass wir die Dinger hinstellen. Ich habe halt jetzt nur. Was habe ich noch? Ja, ich habe halt jetzt halt nur noch diese 6 Holz. Die bringen uns jetzt halt auch nicht weiter. Meine Ordnung ist schon wieder sehr chaotisch. Essen nehmen. Ein Holz ist nur noch drauf. Das heißt, ich behalte das Essen lieber drin. Und wir können mit der Spitzhacke auf jeden Fall auch irgendwas looten gehen. So, wir trinken mal einen Schluck Wasser. Tja, und dann müssen wir eigentlich schon wieder Wasser holen, ne? Dann lassen wir mal die Dinger hier drüben in der Kiste. Warte mal, die sind in der anderen, ne? Hier sind die anderen drin. Dann lassen wir das mal da. Kohle hatte ich hier. Kann man Kohle auch reinlegen? Holz hinzufügen. Aber keine Kohle. Wird hauptsächlich zur Herstellung von Schwarzpulvermunition verwendet. Okay. Hätte ich halt mal lesen sollen, ne? Und hätte ich es auch gewusst. Gut. Wie spät? 18:54. Das heißt, wir können jetzt halt eh noch nicht schlafen gehen. Dann können wir. Warum kann man eigentlich die Stöcke nicht verwenden? Ach nee, das ist immer ein Holz. Ah. Okay, das heißt, wenn ich hier mich ein bisschen umschaue und noch Stöcke finde, dann haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen Holz noch. Vielleicht liegt hier noch irgendwas rum. Da unten noch? Nee. Das da drüben schaut mir aus wie ein. Das irgendwie schaut es aus wie so ein Karawan oder wie Katamaran. Katamaran, nicht Karawan. Da ist nun die Frage, wo fahren wir hin? Ich würde erst einmal mit dem Boot gar nirgends hinfahren, ehrlich gesagt. Ich würde erst einmal noch hier um die Insel rumtauchen und schauen, was wir da noch alles holen können. Bevor wir nach draußen gehen, halt. Her damit. Jedes Holz ist gut. Vielleicht liegt da ja noch was. Aber das war jetzt auch seltsam mit diesen Kreaturen. Das sind die Eingeborenen dieser riesigen Insel hier. Es ist noch nicht Schlafenszeit. 1947. Ey, muss man da echt so lange warten dann? Vor allem, wenn es jetzt dunkel wird. Was war denn das mit der Fackel nochmal? Was hatte ich denn da gebraucht? Holzabwehr? Nein. Das haben wir gebaut. Hier stehende Fackel, da bräuchte ich noch mal 2
Metall, dann könnte man hier innen rein vielleicht nochmal eine stehende Fackel bauen. Habe ich tatsächlich nur noch ein Metall oder wie? Ja, tatsächlich. Ich habe nur noch ein Metall. Okay. Holz hätte ich jetzt halt noch genug. Ist die Frage, verwende Werkzeuge zum... Ja, das ist schon klar. Ich brauche hier eine Dingsi, ne? Eine Axt. So, ich würde gerne die Nacht überspringen, aber sorry, es geht nicht. Von daher muss ich jetzt halt mal warten. Aber wir sind eh dann schon fast wieder durch mit dem Part. Sollen wir nochmal versuchen zu tauchen? Ich meine, wir müssen ja nicht weit, ne? Wir müssen ja, können ja bloß einmal hier schauen. Aber wir fangen das Frieren an, ist das Problem. Erfriere, ja. Nee, das haut nicht hin. Wir müssen schauen, dass wir in die Nähe von dem Feuer kommen. Ha. Da überlege ich auch, ob ich nicht dann hier eins vor die Tür stelle. Warte mal, wo war das Holz jetzt hier in der Kiste, ne? Zack. Bauen. Lagerfeuer. Das würde ich jetzt gerne da herstellen, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass das Haus abfackelt. Ich bin mir da nicht sicher. So. Weg da. Weg da. Holz hinzufügen. Dann wären wir hier doch schon mal auf der sicheren Seite, oder? Wir haben jetzt zumindest hier schon mal Stacheldraht. Mache ich da Schaden? Ne, gut. Also ich bekomme keinen Schaden. Das wäre es jetzt gewesen, ne? So. Dann lasst uns mal wenigstens Wasser holen. Da brauche ich die 5. Aber ich muss dann auch wieder Holz nachfüllen. Oh Gott. Das ist jetzt wieder so ein Gerenne. Aber gut, so soll es ja sein. Ne? Nicht Wasser trinken, Wasser nehmen. Hier. Mehr Wasser hinzufügen. Jetzt mache ich erst einmal das ganze Wasser rein. Und dann lasse ich das auf einen Schlag hier durchbrutzeln. Und leg dann wirklich nur das eine Holz rein, was ich dafür brauche. Ich muss aber auch gleich so eine Villa wieder bauen, ne? Da bin ich ja selber auch schuld. Aber das Gute ist, auch wenn ich das Boot sehe, das heißt, wenn ich unterwegs bin, beim Tauchen, dann werde ich immer das Boot sehen, wo das ist. Dass man so weit in das Wasser rein muss. So. F. Das war jetzt ein Tag zu Hause. So, der letzte Eimer rein, dann kommst du wieder hier rein und wir legen einmal Holz rein, in der Hoffnung, dass das vielleicht alles durchheizt, ich glaube es aber nicht. Und dann hätte ich auf jeden Fall für den nächsten Tag Wasser und da bin ich mal gespannt, wie wir dann weitermachen. Okay, Leute, wenn euch der Part heute gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, ciao, ciao.